Ich muss erst einmal gleich zugeben, dass ich heute nicht besonders gut vorbereitet bin, weil ich habe fast die ganze Nacht an Mathe vorbereitet. Da haben wir heute tatsächlich ein Highlight der Mathematik erlebt. Da haben Sie was versäumt, aber studieren Sie erst einmal Ihren Bachelor fertig und dann im Master. Da kommen dann die richtig coolen Sachen in Mathe. Gut, wir machen jetzt aber was nicht weniger cooles, nämlich verschlüsseln. Das ist ja auch eine super coole Sache. DES haben wir eigentlich abgehandelt gehabt beim letzten Mal. Wir hatten gesehen, dass DES geknackt wurde. Ja, warum eigentlich? Warum ist denn DES geknackt worden? Wie kann man das irgendwie auf den Punkt bringen? Ja, Sie? So ist es. Ganz genau. Das ist perfekte Begründung. Ja, ist die einzige Begründung. DES war vom Algorithmus her alles andere als unsicher. Haben wir auch besprochen, warum kann man vom Algorithmus her an dem DES eigentlich keine Schwächen sehen? Da ein Angriff mit mathematischen Mitteln viel länger dauert als ein Brute-Force-Angriff. Genau, sehr gut, jawohl. Okay, also ich merke, Sie sind am Ball, das ist gut. Ja. Der Brute-Force-Angriff ist der effizienteste Algorithmus. Naja gut, dann ist das Verfahren sicher. Das heißt, es hat keiner auch irgendeinen Trick gefunden, um den Angriff zu beschleunigen. Umso mehr schade ist es natürlich, dass DES geknackt wurde. Und der, im wahrsten Sinne des Wortes, der Knackpunkt war der, dass man nicht die Schlüssellänge hat vergrößern können. Wäre das DES skalierbar gewesen, ja, dann hätte man halt statt 56 Bit 100 Bit genommen und es wäre heute noch sicher. Konnte man aber nicht, weil der Algorithmus fixiert auf diese 56 Bit Schlüssellänge war. Und das war natürlich damals beim Design von DES ein großer Fehler. Fehler Nummer 1. Fehler Nummer 2 war, dass der amerikanische Geheimdienst damit rumgepfuscht hat bei der Entwicklung von DES. Und diese beiden Gründe zusammen haben zur Suche nach einem neuen Algorithmus geführt. Vielleicht, wenn die NSA da nicht mitgespielt hätte bei der Entwicklung von DES, vielleicht hätte man dann gesagt, hey, lasst uns doch das DES skalieren, weil das ist auch relativ naheliegend, die Feistel-Chiffre ein bisschen aufzublähen. Aber wahrscheinlich haben die gesagt, nö, da vertrauen die Leute trotzdem noch nicht, weil die NSA da mit rein drin hing. Also Ausschreibung, neuer Algorithmus. Und fertig. Ah ja, und es gab noch eine weitere Motivation für einen neuen Algorithmus, und zwar DES war den Leuten zu langsam. Ja, man wollte noch was Schnelleres haben. Okay, das waren die Motivationen für die Entwicklung eines neuen Standard AES. AES steht für Advanced Encryption Standard. Und ja, die NIST, die amerikanische Standardisierungsbehörde, die hat eine Ausschreibung gemacht. Ja? Und die Anforderungen in der Ausschreibung waren ganz grob folgende. Nämlich formal muss das AES eine symmetrische Blockchiffre sein, welche bei einer Blockgröße von 128 Bit und bei Schlüssellängen von 128 und 256 Bit arbeitet. Ja? Es muss natürlich sicher sein, ist klar, gegen Angriffe aller Art, und möglichst sollte auch noch eine mathematische Rechtfertigung der Sicherheit da sein. Ist ja schon interessant, dass man sowas überhaupt reinschreibt. Es ist ja eigentlich mehr oder weniger selbstverständlich, aber ich meine, wenn man anschaut, die heutigen Verschlüsselungsalgorithmen, es gibt für keinen der praktisch eingesetzten Verschlüsselungsalgorithmen einen strengen mathematischen Beweis, ja, für die Sicherheit. Nur für das One-Time-Pad haben wir einen strengen Beweis, sonst haben wir das nirgends.
Insofern ist es natürlich plausibel zu fordern, okay, wenn es da viele Einreichungen gibt, dann werden wir Algorithmen bevorzugen, zu denen es aber ordentliche mathematische Analyse gibt. Weil nur empirisch jetzt zu sagen, ja, jetzt versuchen wir den halt mal zu knacken und wenn wir es in den ersten paar Jahren nicht schaffen, dann wird er schon sicher sein. Wäre natürlich schöner, wenn wir ein bisschen Materner dabei hätten. Okay, Einfachheit des Designs, ich meine, das ist eine klare Richtlinie, die ich, egal was entwickelt wird, immer stellen würde. Ja? Sagt Ihnen der Begriff Occam's Razor was? Wer hat den schon mal gehört? Einer, okay. Für die anderen, der Occam war ein Philosoph, der den sogenannten Occam'schen Rasierer erfunden hat, zu Zeiten, wo es natürlich noch keine Rasierer, also keine, jedenfalls keine elektrischen Rasierer gab. Und der hat gesagt, ihm ging es um wissenschaftliche Theorien. Wenn ich zwei wissenschaftliche Theorien habe für einen und denselben Sachverhalt und wenn die beide die Welt gleich gut erklären, dann bitte nimm die einfachere Theorie. Ich meine, das ist ja so offensichtlich wie nochmal was. Ja, da gibt es so viele Gründe, die einfachere Theorie zu bevorzugen. Erster Grund ist, für die Studenten ist es einfacher zu lernen. Ja. Zweiter und ganz wichtiger Grund, wenn sie da irgendwas implementieren sollen, ist die Fehleranfälligkeit bei dem einfacheren Modell natürlich viel einfacher. Und. Ja. Und hier natürlich genauso. Also wenn da zwei Einreichungen sind, die gleich gut sind, dann nimm die einfachere. Okay, Flexibilität, das ist trivial, also das soll eben nicht so eingeschränkt wie DES auf eine feste Schlüssellänge sein. Und es müssen hier sogar die Blockgrößen auch noch variabel sein. Blockgrößen und Schlüssellängen variabel. Effizienz, es soll schneller als Triple DES sein, weil ist klar, Triple DES, das ist letztlich der momentan noch sichere Standard. Offenheit soll öffentlich, lizenzfrei, weltfrei verfügbar sein. Das ist natürlich auch immens wichtig, haben wir schon gelernt, Kerckhoffs Prinzip, tu ja niemals einen Kryptoalgorithmus geheim halten. Ja. Sicherheit kannst du nur kriegen, also garantierte Sicherheit kann man nur kriegen mit Offenheit. Ja. Ich meine, klar könnte jetzt die Behörde, die den Algorithmus rausgibt, alles geheim halten und sagen, wir garantieren euch Sicherheit. Aber garantieren und Sicherheit hat natürlich viel mit Vertrauen zu tun. Vertraue ich der Behörde, die behauptet, das wäre sicher? Nicht jeder in der Öffentlichkeit vertraut den Behörden. Wer weiß, was da gepfuscht wird hintenrum mit der NSA und Geheimdienste und Überwachungsstaat und so weiter. Also in der heutigen Zeit hängt Sicherheit ganz stark mit Offenheit zusammen. Ich meine, Sie kennen, Sie als Informatiker kennen das natürlich auch von Software und Betriebssystemen und so weiter. Ja. Es ist halt ein Unterschied, ob Sie jetzt Microsoft vertrauen müssen oder einer ganzen Community von Entwicklern, die alles offenlegen. Implementierung in Hard- und Software soll einfach sein und ein Wettbewerb zur Ermittlung des besten Algorithmus. Dieses Wettbewerbsprinzip ist natürlich auch eine tolle Sache, weil sich das Beste durchsetzt. Dann. Okay, zur Geschichte von der AES, da sehen wir jetzt gleich, wie dieser Wettbewerb ablief. 1997 Startschuss und dann im gleichen Jahr noch ein Call for Algorithms, eine Ausschreibung für AES. Ja. Im nächsten Jahr, 1998, erste AES Candidate Conference. Es heißt, es war eine öffentliche Konferenz, auf der Wissenschaftler, Forscher, Firmen Kandidaten, Algorithmen vorstellen durften. Ja? Und zwar gab es eben 15 Einreichungen, immerhin. Ja? Also man sieht, seit DES, erinnern Sie sich noch, bei der Entwicklung von DES 1973 etwa, gab es erst einmal gar keine Einreichungen. Ja? Da gab es sofort 15 Einreichungen, das heißt die Kryptographie, die hat sich ganz gut entwickelt. 15 Einreichungen und jetzt interessant, NIST bittet um öffentliche Kommentare. Das heißt, die Kandidaten sind da und jetzt wird die ganze Welt aufgefordert, diese Algorithmen anzugreifen und zu knacken. Ja? Okay.
ja, ein gutes halbes Jahr später, nachdem die einschlägigen Wissenschaftler diese Algorithmen versucht haben anzugreifen und diese Angriffe wiederum publiziert haben, werden Kandidaten für die nächste Runde bekannt gegeben. Ja? Und zwar sind es 1, 2, 3, 4, 5. 5 Algorithmen von den 15 kommen quasi in die nächste Runde. Sie sehen, das ist wie beim Sport. Ja, da gibt es eine Qualifikation und dann gibt es den Wettkampf und dann gibt es noch ein paar Runden, bis man schließlich ins Finale kommt. Ja. Diese 5 kommen in die nächste Runde und dann gibt es eine dritte AES-Konferenz im Jahr 2000 mit öffentlichen Diskussionen über diese 5 Algorithmen. Ja. Dann hat man nochmal nach der Konferenz den Wissenschaftlern noch ein bisschen Zeit gegeben, um nochmal Kommentare abgeben zu können. Und dann wurde der Gewinner, Reindahl, bekannt gegeben. Ja? Einer von diesen 5 Algorithmen, man erkennt es schon an dem Namen. Der Reindahl, der kommt aus Belgien von diesen beiden Forschern, Damon und Ryman. Und man sieht, das Reindahl setzt sich aus den beiden Namen zusammen. Damit nicht genug. Man hat die Gewinner bekannt gegeben und dann nochmal die Öffentlichkeit aufgefordert, jetzt nur noch den einen anzugreifen. Ich meine, macht ja auch Sinn. Schauen Sie, von den 5 ist nur noch einer übrig geblieben. Und vielleicht sind ja die anderen jetzt neidisch und sagen, nee, mein Algorithmus ist besser und denen zeige ich es, den knacke ich jetzt und dann müssen die meinen nehmen. Ja? Das heißt, jetzt gibt es natürlich noch mehr Angreifer, die noch mehr motiviert sind, den zu knacken. Also nochmal auf öffentliche Kommentare erwünscht. Und dann wurde Ende 2001 bekannt gegeben, der soll zum Standard werden und das wurde er dann auch. Ich glaube, es hat bis 2002 gedauert, aber jedenfalls haben wir jetzt den Standard Reindahl. Okay, ja, interessant ist vielleicht auch noch dieser Kommentar. Laut dem NIST erfüllten alle 5 Kandidaten in der Endrunde die gestellten Sicherheitsanforderungen. Das heißt, es ging jetzt halt um so Dinge wie Einfachheit, leichte Implementierung, mathematische Garantie. Das waren dann die ausschlaggebenden Punkte. Ach so, ja, und interessant ist vielleicht auch, das steht jetzt hier nicht auf der Folie, es hat genau ein Jahr gedauert, nachdem der neue Standard festgeschrieben war, da wurde ein erfolgreicher Angriff gegen AES publiziert. Und sowas kann natürlich immer passieren, hätte vielleicht mit jedem anderen auch passieren können, allerdings ist der Angriff rein theoretisch, ja? Und hat keinerlei praktische Relevanz erst einmal. Aber immerhin, ich meine, da haben Leute sich Gedanken gemacht über so eine Art von Algorithmus, das war eine relativ neue Art von symmetrischer Chiffre des AES und haben gezeigt, dass man das ganze AES, den gesamten Algorithmus als eine geschlossene Formel hinschreiben kann. Wobei diese geschlossene Formel, die wäre riesengroß. Also ich weiß nicht, wie viele 100 oder 1000 DIN A4 Seiten diese geschlossene Formel abdecken würde. Und dann noch gezeigt, und rein theoretisch könnte man diese geschlossene Formel invertieren und darauf dann einen Angriff starten. Aber das war so hypothetisch, theoretisch, der Aufwand wäre so gigantisch gewesen. Also die Sicherheit hat darunter, die praktische Sicherheit hat darunter nicht gelitten. Okay, aber jetzt schauen wir uns mal die Technik an von diesem Algorithmus Reindahl. Es ist wieder so eine Getreidemühle, ja? Nämlich ein Algorithmus, der über viele Runden läuft, aber jetzt nicht mehr wie DES eine feste Rundenzahl, sondern variable Rundenzahl. Und die Zahl der Runden hängt jetzt ab von der Blockgröße und von der Schlüssellänge. Sie sehen, Blockgröße variabel 128, 192, 256 Bit, Schlüssellänge 128 bis 256 auch. Und je nachdem, wie groß die Blöcke und die Schlüssel sind, variiert die Rundenzahl von 10 bis 14 Runden. Wenn man die Spezifikation von dem Reindahl liest, dann steht da auch drin, und man kann auch Blockgröße und Schlüssellänge noch größer machen als das, was hier jetzt als Standard vorgegeben ist.
aber dann muss man tatsächlich in die Details vom Algorithmus reingehen. Aber es ist sogar noch weiter skalierbar, das AES. Ja? Frage? Inwiefern hängt Schlüsselbindung mit dem Passwort zusammen? Hat das was mit der Auszüge? Die Schlüssellänge mit dem Passwort, was meinen Sie denn jetzt mit Passwort? Man sagt immer, man soll ein 8-stelliges, 10-stelliges Passwort nehmen. Hat das auch was mit dem Schlüssel? Wird das dann hochskaliert auf die Schlüssellänge? Ja, das kommt darauf an, es kommt darauf an, für was Sie jetzt das Passwort, als Login für irgendeinen Rechner, hat das erste Mal mit AES nichts zu tun. Für die Verschlüsselung. Für die Verschlüsselung. Ja gut, also zu dem Thema kommen wir eigentlich später nochmal. Aber wir können es jetzt auch schon mal kurz ansprechen. Und zwar, ich meine, hier erst einmal geht es um einen Schlüssel. Das AES braucht einen 128 oder 192 oder 256 Bit Schlüssel. Und dieser Schlüssel, der wird binär gespeichert mit 256 Bit. Fertig. Ja. Ja. Das heißt, es sind 32 Byte, oder? Ja, 32 Byte binär, das ist der Schlüssel. Jetzt ist es natürlich irgendwie gar nicht schön, wenn ich den Schlüssel einfach so auf meinem Rechner speichere. Ja, weil wenn ein Angreifer an meinen Rechner rankommt, dann hat er den Schlüssel und alles ist kaputt. Ja. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, jetzt wäre es vielleicht praktisch, wenn ich mir diese 256 Bit einfach merken würde und würde die jedes Mal eintippen. Aber das ist auch nicht so richtig spaßig. Ja? Gut, es sind ja nur 32 Byte, aber 32 Byte, und das sind ja dann beliebige 8-Bit ASCII-Zeichen, ist auch nicht so trivial zu merken. Jetzt können Sie hergehen und den Schlüssel einfach so auf der Festplatte speichern und diese Datei, in der der Schlüssel drinsteht, die wird jetzt nochmal mit einem Passwort verschlüsselt. Ja, und das war Ihre Frage, oder? Es ist halt so, jetzt, wenn ich was programmiere, muss ich ja einen Schlüssel eingeben und dann, was ich verschlüsseln will. Also so gebe ich geheim ein und dann das, was ich verschlüsseln möchte. Nee. Sie geben hier Ihre 128 oder was Bits an. Nichts geheim. Sondern Sie geben binär 11000 und so weiter an. Der Schlüssel ist binär. Das ist einfach ein binärer Code mit 128 Bit. Fertig. Wo ist das Problem? Ja, weil es mich einfach verwirrt hat. Also bei PHP gibt es eine Funktion AES, Decrypt. Ah ja. Und dann das, was ich verschlüsseln will. Ja, genau. Okay. Und das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Ja? Weil Sie als Nutzer sich so einen Schlüssel nicht merken können, ja, denken Sie sich ein Passwort aus. Jetzt weiß ich nicht, wie das bei PHP, Encrypt oder Decrypt läuft, aber offenbar ist es so, dass quasi, wenn Sie jetzt einen Schlüssel generieren wollen, fragt er Sie nach einem Passwort, oder? Ja? Ich vermute, das läuft so ab. Diese Software, dieses PHP-Programm, erzeugt nun mit Pseudo-Zufallszahlen einen 128-Bit-AES-Schlüssel zum Beispiel. Ja? Und dieser 128-Bit-AES-Schlüssel wird irgendwo auf Ihrer Festplatte gespeichert und die gespeicherte Datei wird dann verschlüsselt mit dem Passwort, das Sie eingeben. Ja? Weil das Passwort hat vielleicht nicht wirklich den Wert von 128 Bit, ja? Sondern ist vielleicht kürzer, hat nur 6 Zeichen oder sowas. Ja? Und dann wird diese Datei mit Ihrem 6 Zeichen Passwort verschlüsselt. Und wenn Sie ein ganz blödes Passwort nehmen, wie, was weiß ich, Otto, dann sind Sie selber schuld. Ja? Weil dann ist nämlich Ihr 128 Bit Schlüssel nichts mehr wert. Also nur noch so viel wert wie das Passwort Otto. Ja? Das ist ganz wichtig. Also wenn Sie in der Praxis mit Chiffren arbeiten und Sie tun auf der Festplatte Ihren Schlüssel verschlüsseln mit einem Passwort und das Passwort ist billig, dann kann natürlich jeder, der an Ihre Festplatte rankommt,
ganz billig diese Passwortdatei, diese passwortverschlüsselte Schlüsseldatei knacken. Ist klar, oder? Oder? Sie gucken alle nur irgendwie so fragend. Fragen Sie einfach, wenn noch was unklar sein sollte. Ich meine, das ist ein wichtiges Thema. Es ist ein wichtiges Thema, wie tue ich meine Schlüssel sicher verwahren. Und also wir haben gemerkt, Schlüssel im Klartext auf die Festplatte schreiben, ist das Dümmste, was Sie machen können. Ja? Schlüssel mit Passwort verschlüsselt auf die Festplatte schreiben, ist schon mal besser. Aber auch noch nicht besonders sicher. Viel besser ist es, wenn Ihr Schlüssel gar nicht auf der Festplatte rumhängt. Ja? Sondern was könnte man sonst machen? Ja, im Kopf. Wir merken uns halt die 256 Bit. Aber welcher Mensch kann das? Haben Sie sich jemals 256 Bit gemerkt? Ich glaube, ich kann das nicht. Ja? Es gibt ja so Zahlengenies, die sich das merken können, aber der Normalbürger nicht. Also, was würden Sie tun? Ich kenne es halt, wie das Programm zugekürzt löst. Da kann man den Schlüssel auf mehrere verschiedene Dateien, die man schon besitzt, zum Beispiel Videos oder Bilder oder sonst was verteilen. Und dann werden immer Teile des Schlüssels in verschiedene Dateien gespeichert. Und ich kann alle diese Dateien wieder dem Programm geben. Und dann mit meinem Passwort wird der gesamte Schlüssel wieder rausgezogen und dann wird meine Platte geschützt. Aber Sie müssen Ihrer Software sagen, welche Dateien das sind, oder? Ja. Okay. Ja. Ja, also das ist jetzt eine Kombination aus Passwort und Steganographie nennt man das, nämlich da werden Teile von dem Passwort, von dem Schlüssel in irgendwelchen Bilddateien verschlüsselt. Aber derjenige, der den Algorithmus kennt und an den Source Code rankommt, der kann natürlich, wenn er weiß, welche Bilder das sind und das Passwort hat, dann knackt er das Ganze auch. Ja? Also das ist mit Sicherheit viel sicherer als nur Passwort, absolut. Ja? Aber perfekt ist es auch noch nicht. Ja? Und schauen Sie, das ist das Wichtige. Wenn wir einen 256-Bit-Schlüssel verwenden, dann ist der Schlüsselraum 2 hoch 256. Ja? 2 hoch 256 ist etwa 10 hoch 80. Ja? Schlüsselraum eine Größe von 10 hoch 80. Wir haben über Schlüssel, über große Zahlen einmal geredet. 10 hoch 80 ist etwa die Zahl der Elementarteilchen im gesamten Universum. Also die Zahl der Jahre seit dem Urknall ist ja auch bloß 10 hoch 10 etwa. Das heißt, die Zahl der Sekunden ist etwa 10 hoch 17. Aber Schlüsselraum von 10 hoch 80, das ist schon was. Ja? Und wenn Sie dann sagen, oh ja, jetzt nehme ich halt ein 8-Zeichen-Passwort, dann ist der Schlüsselraum kaputt. Ja? Da machen Sie alles kaputt. Gut, Sie können natürlich sagen, ja, ist egal, macht nichts, weil mein Rechner, der steht bei mir im Keller und in den Keller, da gibt es 3 Meter dicke Betonwände bei mir und 7 Stahltüren, die alle super verschlossen sind, dann ist das auch okay. Ja? Aber ich lebe nicht in so einem Haus. Ja? Also, was könnte man tun mit dem Schlüssel, um den sicher zu verwahren? Sie merken vielleicht, wir haben ein Dilemma. Also diesen Keller mit 3 Meter Betonwände und so weiter und 7 Stahltüren ist irgendwie unbequem und vor allem auch teuer. Das würde ja erstmal 1 Million kosten, den Keller zu bauen. Und dann jedes Mal, wenn Sie da ran wollen, an die geschützten Daten, da alle Türen aufschließen und so, ist unbequem. Wir haben ein Dilemma zwischen Bequemlichkeit und Sicherheit. Das haben wir immer. Ja? Und jetzt müssen wir auch einen vernünftigen Mittelweg finden. Sie wollen jederzeit bequem an Ihre Daten rankommen, aber auf dem Rechner den Schlüssel rumliegen lassen, wollen wir vielleicht auch nicht. Merken können wir uns auch nicht. Die Lösung heißt Chipkarte. Ja? Sie tun den Schlüssel auf eine Chipkarte drauf. Allerdings ist klar, auf die müssen Sie natürlich aufpassen. Die sollten Sie nicht irgendwo rumliegen lassen. Die wird natürlich nochmal mit dem Passwort geschützt. Das heißt, an diese Chipkarte rankommen, können Sie nur mit PIN. Ja?
Das heißt, wenn Ihnen einer die Chipkarte klaut, dann ist noch ein bisschen Sicherheit übrig, nämlich die Länge von der PIN. Ja? Also passen Sie auf die Chipkarte sehr gut auf, immer im Geldbeutel, beim Ausweis dabei oder sonst wie. Und wenn Ihnen der Geldbeutel geklaut wird, sofort beim Provider anrufen und sagen, hey, meine Verschlüsselung wird sofort, der Schlüssel wird geändert und der alte Schlüssel ist immer gültig, irgendwie sowas. Ja? Aber Chipkarte heißt letztlich die Lösung. Ja? Und die Chipkarten, die sind übrigens heute so gebaut, dass die ihren Schlüssel gar nie rausgeben können. Da gibt es Hardware-Mechanismen, die dafür sorgen, dass dieser Schlüssel nicht ausgelesen werden kann. Wenn also einer jetzt alle Tricks von dem Betriebssystem, von der Chipkarte kennt und es schafft, den Befehl abzusetzen, Schlüssel auslesen, dann geht die Hardware kaputt. Dann ist es tatsächlich so, dass innen drin irgendwo eine Leitung durchbrennt und der Schlüssel ist gelöscht. Ja, das ist keine gute Idee. Ich meine, dann können Sie gerade alles vergessen. Ja? Weil derjenige, der auf den Server draufkommt, da müssen Sie davon ausgehen, dass der die ganze Algorithmik kennt und dass der ganz genau weiß, wo er das Masterpasswort für die anderen Passwörter findet. Also das ist keine Lösung. Das ist keine Lösung. Ich meine, Rechenzentrumsbetreiber, die machen sowas natürlich anders. Ja? Das heißt, dieses Masterpasswort, das ist natürlich nicht auf dem Rechner, sondern vielleicht auf einer Chipkarte vom Admin. Und diese Chipkarte, die liegt dann im Supertresor in einem anderen Gebäude oder ja, irgendwie sowas. Ja? Ich meine, absolute Sicherheit können wir nie haben. Ich habe Ihnen die Story von diesem großen Bankraum in England erzählt. Wenn Sie den Admin von dem Rechenzentrum entsprechend unter Druck setzen, dann kann der natürlich Ihnen das Passwort irgendwie zukommen lassen. Und das ist auch heute die Methode. Also wie gesagt, wenn Sie super viel Geld klauen wollen oder was, machen Sie es so wie diese Bankräuber in England. Ja? Das heißt, Sie müssen irgendjemand halt erpressen und der wird es dann vielleicht irgendwann rausrücken, wenn Sie Glück haben. Das ist die einfachste und effizienteste Methode. Okay, gut. Also, reden wir mal weiter über unsere Algorithmik. Oder gibt es noch Fragen? Bemerkungen? Gut. Also, dieser Rheindahl, wie funktioniert der? Erst einmal, fangen wir vielleicht mal hier an. Diese Matrix hier ist der Schlüssel. Der Schlüssel wird intern bei der Abarbeitung von dem Algorithmus als Matrix repräsentiert. Ja? Und zwar eine Matrix, die man jetzt zeilenweise zu lesen hat. K00, K01 und so weiter. Ja? Und gibt es hier noch Bemerkungen? Okay. Und jeder Eintrag von der Matrix ist jetzt ein Byte. Ein Byte, das sind 8 Bit vom Schlüssel. Also hier die ersten 8 Bit, die zweiten 8 Bit und so weiter. Und wenn wir diese Matrix anschauen, die hat jetzt 2, 4, 6 mal 4, 24 Byte, das heißt 24 mal 8, was gibt denn das? Ich glaube, das macht 196 oder 192, was war das? 192 Bit-Schlüssellänge, genau. Also für einen 192-Bit-Schlüssel würde das so aussehen, für einen 128-Bit-Schlüssel würde die Matrix halt so aussehen. Und die Blöcke, die werden genauso dargestellt. Das heißt, dieser Klartextblock, der jetzt in AES verschlüsselt wird, der wird erst einmal als so eine Matrix von Bytes dargestellt. Ja? Also hier hätten wir jetzt 16 Bytes und das macht, was macht das? 128, ist das richtig? Na, was ist 16 mal 8? 128, klar. Ja. Okay, also 128-Bit-Block würde so aussehen. Okay, und hier sehen wir jetzt die Mühle. Also,
Ein Klartextblock, 128 Bit, kommt hier oben rein. Vielleicht tun wir das mal gerade vergrößern ein bisschen. Ja. So, also oben kommt rein ein Klartextblock mit 128 Bit, wird bitweise XOR verknüpft mit dem ersten bzw. nullten Rundenschlüssel. Das heißt, hier kommt jetzt dann raus ein Block, der auch 128 Bit hat, der geht rein in die Runde 1, dann kommt raus wieder ein Block mit 128 Bit, wird verschlüsselt, wird XOR verknüpft mit dem nächsten Rundenschlüssel und so weiter. Also die erste Runde ist hier schon zu Ende. Man sieht schon gleich mal, das Ganze sieht einfacher aus wie bei DES. Ist es auch. Ja? Diese komplizierte linke, rechte Hälfte da Hin- und Herschieberei bei der Feistel-Chiffre, die haben wir hier nicht. Brauchen wir auch nicht. Werden wir gleich sehen. Weil, jetzt gucken wir in die Runde rein. Ja, noch ein bisschen kleiner. So. So sieht eine Runde von AES aus. Es kommt rein, dieser zum Beispiel 128-Bit-Block, und der geht rein in drei Funktionen, Byte Sub, Shift Row und Mix Column, nacheinander, und raus kommt eben der Block für die nächste Runde und der wird dann mit dem nächsten Rundenschlüssel verschlüsselt. So einfach sieht es aus. So, ja, warum brauchen wir jetzt hier nicht dieses komische Hin- und Her-Geschiebe von der Feistel-Chiffre? Na gut, vielleicht müssen wir eigentlich eher andersrum fragen. Warum brauche ich es denn bei der Feistel-Chiffre? Und warum brauchen wir es hier nicht? Wer erinnert sich noch, warum haben wir das bei dieser Feistel-Chiffre gebraucht? Nein, die Nichtlinearität kommt nur aus den S-Boxen. Und das haben wir übrigens hier auch. Das ist die S-Box von AES. Ja? Wir haben genauso ein nichtlineares Element drin wie bei DES auch, weil ohne das wäre alles kaputt. Aber bei DES, da ist es so, dass die S-Box von DES, es geht auch um die S-Box ist nicht invertierbar. Hier, alle diese Funktionen sind invertierbar. Das heißt, wir können die Mühle einfach rückwärts laufen lassen. Wenn wir die inverse Mix-Column und die inverse Shift-Row und die inverse Byte-Sub-Transformation haben, dann können wir von unten her den Chiffretext reinschieben und durchlaufen lassen. Wir können AES einfach so rückwärts laufen lassen. Warum geht es bei DES nicht? Nochmal. Ich habe es ja eigentlich schon gesagt, weil die S-Boxen nicht invertierbar sind. Aber warum sind denn die S-Boxen nicht invertierbar? Was sind denn die S-Boxen? Wie funktionieren die S-Boxen? Sie werden noch nicht den ganzen Speicher gelöscht haben vom letzten Mal. Grob, was wissen Sie denn über die S-Boxen? Gar nichts. Die haben Input von 6 Bit und gehen dann 4 aus. Mhm. Also wenn man das rückwärts machen will, dann hat man ein Problem. Dann muss man von 4 wieder auf 6 Bit. Und das geht nicht. Warum? Weil da geht die Information verloren. Ja?
von 6 auf 4, das ist eine nicht injektive Funktion. Das heißt, viele Inputs werden auf den gleichen Output abgebildet. Wie wollen Sie das dann invertieren? Das geht nicht. Also das war ja das Basic, ganz am Anfang haben wir gesagt, Chiffren müssen injektiv sein. Das heißt, die S-Box allein, Vorsicht, die S-Box allein kann keine Chiffre sein, weil die ist nicht invertierbar. Und umso mehr muss man natürlich jetzt sagen, ist das nicht genial, was der Feistel gemacht hat? Diese DES beinhaltet einen Teil, eine Funktion, die ist nicht invertierbar, die ist nicht injektiv. Wie kann das dann zu einer Chiffre werden? Ja, durch diesen komischen Feisteltrick. Nur durch diesen Feisteltrick ist nämlich, wenn Sie das gesamte DES anschauen, die ganze Mühle ist invertierbar, aber nicht, indem ich die Einzelschritte einfach rückwärts laufen lasse. Das geht nicht. Sondern durch diesen komischen Hin- und Her-Trick können wir die gesamte Mühle rückwärts laufen lassen. Wir können sogar das Mehl unten reinstecken und oben kommt das Korn wieder raus. Das geht. Aber die S-Boxen da dürfen nicht, also es ist nicht so, dass ich ins Mahlwerk unten das Korn reinstecke und das Mehl reinstecke und oben kommt das Korn raus. Nein, ich muss das Mahlwerk vorwärts durchlaufen lassen beim Umkehren. Also schauen Sie sich das nochmal an, das ist eine geniale Geschichte. Also wenn Sie das verstanden haben, ich würde sagen, das ist schon ein schönes Highlight der Kryptographie, zu verstehen, dass diese Feistel-Chiffren es ermöglichen, mit nicht injektiven Funktionen trotzdem invertierbare Chiffren zu bauen. Okay, also das wiederholen Sie einfach nochmal, schauen Sie sich nochmal an. Hier haben wir das Problem gar nicht. Hier ist die Welt viel einfacher. Hier sind alle Funktionen invertierbar, wir brauchen keine Tricks, wir können sie einfach rückwärts laufen lassen. Okay, gut. Ja. Dann schauen wir uns die Details an. Das erste war diese Byte-Subtransformation. Und das ist gleichzeitig auch die S-Box. Also das ist der nichtlineare Teil von AES. Und die wird auf jedes Byte des Zustands von DES angewendet. Ja? Und zwar, was macht die Byte-Subtransformation? Die tut erstens, erster Schritt, die multiplikative Inverse in GF2 hoch 8 berechnen. Ja, das ist natürlich jetzt, was ist GF2 hoch 8? Irgendwie hat das was mit Mathe zu tun, wenn da steht multiplikative Inverse. Ja? Wie ist denn das in der Mathematik? Multiplikative Inverse, das haben wir doch schon diskutiert gehabt, oder? Was fällt Ihnen denn dazu ein? Da müssen wir jetzt helfen. Bei Triple DES. Das ist ja nur eine multiplikative Verschlüsselung, also mit den zwei. Dann, ja, also es geht da um die Frage, ob sich der Schlüsselraum multipliziert oder addiert. Das hat aber damit gar nichts zu tun. Ja? Also da, bei Triple DES geht es um den Schlüsselraum, ja? Wie der sich vergrößert, wenn ich zweimal oder verschlüssele und so weiter. Ja? Hier geht es um was ganz anderes. Hier geht es darum, was mein Chiffrieralgorithmus innen drin mit den zu verschlüsselnden Blöcken tut. Darum geht es hier. Ja? Das heißt, dieser erste Schritt ist, ich nehme so ein, schauen Sie, was passiert denn? Das passiert ja immer auf Byte-Ebene. So ein Element von dieser Matrix, von meinem Klartextblock, das ist ein Byte. Und dieses Byte, auf das Byte wende ich die Operation an. Multiplikative Inverse in GF2 hoch 8. Ja. Offenbar muss das GF2 hoch 8 eine multiplikative Gruppe zumindest sein. Ja.
Weil invertieren bei der Multiplikation kann ich nur, wenn ich eine Gruppe habe. Weil in einer Gruppe gibt es zu jedem Element inverse Elemente. Ja? Das ist der Punkt. Wir brauchen multiplikative Inverse zu unseren Bytes. Vielleicht sind Sie jetzt im richtigen Kapitel angekommen. Ja? Das Kapitel heißt mathematischer Anhang, Gruppen, Ringe, Körper und so weiter. Und wie war denn das beim Invertieren, bei der Multiplikation? Das will ich jetzt von Ihnen wissen. Wann lässt sich denn eine Multiplikation invertieren? Wir arbeiten ja immer modulo n. Ja? Also, Sie müssen jetzt schauen, dass Sie wieder rankommen. Und bitte stellen Sie eine Frage. Ich weiß nicht, wo Sie stehen. Entweder Sie stellen eine Frage oder ich frage Sie aus. Das sind die zwei Möglichkeiten. Das ist eine sehr gute Frage. Ja. Das ist sogar viel mehr als eine Frage. Das ist sogar fast schon eine Aussage. Und ich sage jetzt einfach Ja als Antwort. Es hat was mit Primzahlen zu tun. Genau. Ja. Also, wir verschlüsseln, schreiben wir es mal so hin, C ist gleich ein Faktor T mal M modulo N. M ist unser Klartext, ist eine Zahl, also groß M jetzt. Ja. Das wird multipliziert mit dem Faktor T modulo N. Das wäre jetzt unsere, also AES ist weit von sowas entfernt, aber ich meine, Sie sehen ja, multiplikative Inverse in GF2 hoch 8. Ja. Es wird offenbar multipliziert und dann auch eine Inverse berechnet. Ja. Und jetzt haben wir hier so einen Klartextblock M. Und wir suchen M hoch minus 1 in Zn. Das ist doch sowas, oder? Wobei da steht jetzt eben GF2 hoch 8, nicht in Zn. Aber vergessen wir mal das GF2 hoch 8, weil das verstehen wir noch nicht. Zn kennen wir. Was ist Zn? Der Zahlenraum. Welcher? Also in dem wir uns befinden, jetzt in dem Fall wäre es 256. Ja, ja, nö, aber erstmal allgemein, wie ist Zn definiert? Was ist Zn für beliebiges n? Zn ist gleich. Los, das will ich jetzt wissen. Sie müssen schon ein bisschen Übungen machen auch und mit der Mathe ein bisschen was zu tun haben hier. Sonst wird es sehr zäh. Zn ist was ganz Billiges. Zn ist die Menge mit den Zahlen 1 bis n minus 1. So billig ist es. Ja? So, und jetzt haben wir, Sie haben es schon gesagt, 256. Z 256. Ja? Warum übrigens 256? Warum nicht Z 8? Weil wir haben ja 8 Bit. Wir arbeiten auf Bytes. Naja, was sind Bytes? Bytes sind nichts anderes als Zahlen. Und zwar welche Zahlen? 0 bis 256, also 0 bis 2 hoch 8. Okay. Also 0, oh sorry, nicht 1, 0 muss das natürlich heißen. 0 bis 255. Das ist Z256. So. Multiplikative Inverse in Z256. Was gibt es dazu zu sagen?
Wollen Sie was dazu sagen? Sie haben gerade eben schon was dazu gesagt. Was haben Sie gerade eben gesagt? Das hat was mit Primzahlen zu tun. Also immer wenn ich Primzahlen miteinander multipliziere, in dem Bereich, kann ich es halt auch wieder zurückberechnen von dem Preisk. Also wenn ich sage, ja, jetzt hätte ich gern, dass jemand anders ihm mal hilft. Was muss prim sein? Hey Freunde, das gefällt mir gar nicht, was da abläuft. Das muss ich Ihnen mal ganz klar sagen. Also wenn Sie am Ende vom Semester eine Klausur schreiben wollen, dann ist es jetzt allerhöchste Zeit, dass Sie mal ein bisschen sich mit der Mathe auseinandersetzen. Und das ist billige Mathe, ist wirklich absolut billig. Das ist, wenn Sie nicht einmal wissen, dass der Modul eine Primzahl sein muss, dass ich multiplikative Inverse berechnen kann, dann haben Sie ein bisschen Nachholbedarf, ganz vorsichtig ausgedrückt. Und wissen Sie, ich meine, ich bemühe mich hier und versuche eine gute Vorlesung zu halten, aber wenn hier lauter Leute drin sitzen, wo ich genau weiß, ich habe sie total abgehängt, dann lässt bei mir die Lust auch nach. Was soll ich dann? Warum soll ich das dann machen? Ne? Ich meine, dann können Sie auch gleich das Buch lesen. Okay, klar, wir haben jetzt die Videos, aber das ist erstens keine Ausrede. Und zweitens, ich kann Ihnen eins sagen, wenn Sie sich 3 Tage vor der Klausur hinsetzen und sich die Videos alle reinziehen wollen, das packt Ihr Kopf nicht. Das macht er nimmer mit. Und ich meine, die Übungsaufgaben müssen Sie zwischendrin dann auch noch machen. Das heißt, es ist nicht einfach die Summe aller Videos, sondern Übungsaufgaben, das kostet Zeit, das kostet Sie vielleicht mal ein Wochenende, um da mal was Schwieriges durchzurechnen oder was zu implementieren und so weiter. Und ich meine, Sie wissen das, ich muss da nicht viel sagen. Ich meine, Sie studieren ein technisches Fach und da spielt Mathe eine Rolle und das Verstehen von solchen Sachen ist ein aufwendiger Prozess. Das geht nicht einfach mit ein bisschen auswendig lernen und mal schnell durchlesen oder ein paar Videos angucken. Und das erwarte ich von Ihnen. Das erwarte ich von Ihnen, dass Sie da ein bisschen was tun. Ja? Und Sie werden sagen, okay, das sind nur 2 SWS, okay, für 2 SWS müssen Sie halb so viel tun wie für eine 4 SWS-Vorlesung. Aber das erwarte ich. Also bitte setzen Sie sich hin, ich hätte große Lust und würde jetzt einfach gehen und sagen, ich mache weiter, wenn Sie herkommen und sagen, Herr Ertl, jetzt haben wir was getan, jetzt sind wir wieder am Ball. Also das ist meine letzte Warnung und beim nächsten Mal, wenn sowas passiert, dann verlasse ich einfach den Raum und lasse Sie allein sitzen. Okay? Und wissen Sie, ich habe es vorhin schon gesagt, entweder Sie stellen eine Frage oder ich stelle Fragen. Wenn Sie heimgehen und probieren die Übungsaufgaben und kommen nicht weiter, dann bin ich glücklich, wenn Sie kommen und sagen, ich habe die Aufgabe nicht verstanden. Aber wenn Sie die Aufgaben gar nicht anfangen, dann passiert das, was ich jetzt sehe. Nämlich, dass keiner eine Frage hat. Ja? Und das kotzt mich an. So. Z256. Wir arbeiten auf Bytes. Das heißt, wir arbeiten auf den Zahlen 0 bis 255. Das heißt, der Modul ist diese Zahl. Und wir wissen, Multiplikationen können wir mit Garantie nur dann invertieren, rückgängig machen, wenn der Modul eine Primzahl ist. Und 256 ist beileibe keine Primzahl. Das ist so wenig prim, wie man sich bloß vorstellen kann. Weil 256 ist ja 2 hoch 8. Und das ist 2 mal 2 mal 2. Also ist ein siebenfaches Produkt. Also das ist ziemlich, wenn man es so sagen will.
Das heißt, wenn da jetzt stehen würde, Berechnung der multiplikativen Inversen in Z256 oder in, man kann auch schreiben, Z2 hoch 8, das geht nicht. Das geht nicht. Ja? Da muss man sich fragen, warum haben diese Herren Entwickler von AES, warum arbeiten die jetzt auf Bytes? Die täten besser dran, auf dem Zahlenraum, was weiß ich, Z257, ist das eine Primzahl? Oh, weiß ich jetzt nicht, will ich auch nicht nachrechnen. Die hätten besser die nächste Primzahl bei 256 gesucht und würden auf dem Raum arbeiten, weil dann täte das funktionieren. Haben sie aber nicht getan. Warum nicht? Naja, weil sie Informatiker sind. Und in der Informatik sind die Rechner und die Chipkarten alles halt einmal so gebaut, dass alles auf Bytegrenzen arbeitet. Ja? Das heißt, wir sollten versuchen, unsere Mathe anzupassen an die Datenstrukturen auf unseren Rechnern. Und da gibt es halt einmal Bytes oder Worte mit 32-Bit oder mit 64-Bit. Wir täten gut dran, uns daran anzupassen. Und das hat man auch gemacht bei dem Rheindahl-Algorithmus. Wenn Sie da zurückgehen und sich das hier anschauen, das sind Matrizen von Bytes. Und warum Bytes? Warum nicht 32- oder 64-Bit-Worte? Weil das Zeug auch auf Chipkarten laufen soll. Und auf Chipkarten sind teilweise ganz schwache Rechner drauf, die nur auf Bytes arbeiten. Also für den billigsten, schlechtesten Rechner ist es auch noch tauglich, weil das Ganze auf Bytes arbeitet. Okay, und Bytes gibt es halt einmal 256 Stück und jetzt haben wir ein Problem, weil das ist keine Primzahl. Und auch wenn wir was anderes nehmen, ich meine, die ganzen Längen in der Informatik sind alles Zweierpotenzen, sind alles keine Primzahlen. Ja? Außer 2 hoch 0 und 2 hoch 1, aber das ist ein bisschen zu kurz. Ja? Ja, und jetzt kommt an der Stelle, und jetzt aber keine Sorge, da werden wir in die Mathematik nicht zu tief einsteigen, der gute Herr Galois, der hat eine ganz coole Theorie aufgebaut. Und daher kommt dieses GF. GF steht für Galois Field oder auf Deutsch Galois Körper. Was ein Körper ist, das wissen Sie. Körper ist eine Struktur, in der ich addieren und multiplizieren kann und sogar bis zur Invertierung der Multiplikation geht alles gut. Ja? Und wir wissen, Zn ist ein Körper genau dann, wenn n prim ist. Ja? Für alle Primzahlen ist Zn ein Körper. Und jetzt hat der gute Galois sich gefragt, ja, gibt es vielleicht doch einen Körper mit 256 Elementen, der zwar nicht Z256 heißt, sondern irgendwie anders. Und den gibt es. GF2 hoch 8 ist ein Körper. Das ist ein Körper mit 256 Elementen. Allerdings ist klar, das ist ein anderer Körper. Was heißt ein anderer Körper? Das heißt, in diesem Körper wird völlig anders gerechnet. Ja? Das heißt, jetzt müssen Sie schon wieder anfangen, die Grundrechenarten neu zu lernen. Ich meine, Sie haben ja am Anfang von diesem Semester, habe ich gesagt, wir rechnen ab sofort modulo n, also die klassische Addition und so weiter können Sie alles vergessen. Wir rechnen ab sofort nur noch modulo n. Jetzt können wir wieder alles vergessen. Jetzt rechnen wir in dem Galois-Körper mit 256 Elementen. Das macht AES. Ja? AES arbeitet in diesem Galois-Körper 2 hoch 8. Und die Mathematik da drin, das ist eine richtig coole Mathematik, ja, die arbeitet tatsächlich auf Polynomen. Das heißt, da wird jedes Byte interpretiert als ein Polynom. Das schauen wir uns vielleicht nur kurz an und dann gehen wir, wie gesagt, nicht zu sehr in die Mathematik rein. Aber das müssen wir vielleicht schon wissen. Also wenn wir jetzt ein Byte b haben, gleich 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
dann ist das zu interpretieren als, das entspricht dann mathematisch 1 mal x hoch 7 plus, und jetzt 0 mal, die können wir alle weglassen, also 0 mal x hoch 6, 0 mal x hoch 5, 1 mal x hoch 4 plus 0 mal x hoch 3, 0 mal x hoch 2, 1 mal x hoch 1 plus, also 1 mal x hoch 1, 1 mal x hoch 0. So ist so ein Byte zu interpretieren, als so ein Polynom. Okay? Also ich denke, das ist soweit klar. Ja? Aus jedem, und Sie sehen Polynom vom Grad 7, ja? Weil es geht von 0 bis 7. Ja, und jetzt ist die Frage, wie wird denn multipliziert? B1 mal B2 zum Beispiel. Oder B1 plus B2. Naja, das ist doch ganz simpel. B1 ist ein Polynom, B2 ist auch ein Polynom. Wir multiplizieren halt zwei Polynome miteinander. Ja. Nehmen Sie mal das Polynom. Also sagen wir mal, das wäre B1. Und jetzt schreiben wir noch B2 hin. B2 gleich 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Naja, das heißt, B1 mal B2 ist dann das hier oben, also x hoch 7 plus x hoch 4 plus x plus 1 mal x hoch 7. Naja, das Ergebnis können wir auch gleich hinschreiben. Ist gleich x hoch 14 plus x hoch 11 plus x hoch 8 plus x hoch 7. So, aber jetzt will ich natürlich die Binärdarstellung wissen von B1 mal B2. Klammer binär ist gleich. Also so wie da oben. Ja? Das ist ja mit 8-Bit gar nicht mehr darstellbar. So ist es. So ist es. Da brauchen wir jetzt 8 plus 7 macht 15-Bit. Also wir können jetzt schreiben 1 und dann 13, 12, 0, 0, 1... 0, 0, 1, 1 und jetzt kommen viele Nullen. So, ja? Das geht nicht mehr mit 8-Bit und das ist ganz übel. Warum? Weil in unserer Mathe, die wir da so treiben, muss immer alles abgeschlossen sein. Ja? Wir brauchen innere Verknüpfungen. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass dieses Ergebnis hier tunlichst wieder ein Byte ergibt. Das heißt, irgendwie müssen wir hier was wegwerfen. Zurück zu unserer Multiplikation in Zn. Was haben wir denn da gemacht? Da hatten wir das gleiche Problem. Wenn wir zwei Zahlen, wenn wir zwei Bytes multiplizieren in Zn, haben wir das gleiche Problem. Das Ergebnis hat dann 16-Bit. Wie haben wir das gelöst? Ja, also haben wir die Zahlen beieinander. Ja, was heißt das mathematisch? Wie heißt die mathematische Operation, die genau das macht? Ab 255 wieder bei 0 anfangen. Modulo 256. Ja, Modulo n.
In Zn wird immer Modulo n gerechnet. Und hier rechnen wir, wir kriegen das hier raus, Modulo P, wie nennen wir das? IRR von x. Modulo, ja, was haben wir denn übrigens da drüben gemacht? Da rechnen wir Modulo diesem, dem maximalen Wert. Ja? Und was wir jetzt hier machen ist, wir nehmen ein Polynom vom Grad 8, ein irreduzibles Polynom. Ja? Und zwar ist das ein Polynom, das sich nicht faktorisieren lässt. Das heißt, wir nehmen dieses Polynom modulo einem anderen. Also das könnte jetzt zum Beispiel lauten x hoch 8 plus x hoch 3. Also wie gesagt, muss man schauen, dass das irreduzibel ist, aber wir würden hier einfach so ein Polynom hinschreiben. So, und jetzt die letzte Frage noch, wie geht denn das? Dieses Polynom modulo dem. Wie geht, also nochmal da drüben, in Zn, wie geht denn da diese Modulo-Operation? Wie rechne ich Modulo aus von einer Zahl? Was ist denn 17 Modulo 4? 1. Wie haben Sie das ausgerechnet? Genau, wir teilen es durch den Modul und schauen auf den Rest. Also machen wir es hier doch genauso. Wir teilen das Polynom durch das Polynom und gucken den Rest an. Fertig. Und wie das geht, wissen Sie, haben Sie gelernt in Mathe 1, Polynomdivision. Also Sie machen nur Polynomdivision, das Polynom durch das geteilt und dann schauen Sie nicht das Ergebnis an, was rauskommt, sondern den Rest, der übrig bleibt. Bei der Polynomdivision, wenn es nicht aufgeht, bleibt nämlich auch ein Rest übrig. Genau, das machen Sie. Ja, was man hier natürlich noch beachten muss, ist die Koeffizienten von dem Polynom, die können natürlich nur Bits sein. Ja, die sind nur 1 oder 0. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel sowas haben, da kann zum Beispiel passieren, dass Sie haben x hoch 4 plus x hoch 4 plus x hoch 4. Weil da können ja die Koeffizienten können nur 1 oder 0 sein. Ja, aber sowas kann vorkommen. Das wäre dann 3x hoch 4. Und das ist natürlich wieder x hoch 4. Weil die Koeffizienten, die werden wieder modulo 2 addiert. Oder multipliziert und so weiter. Also darauf muss man achten und dann kann man da ganz schön Polynomdivision machen. Das ist ganz nett. So, so läuft die Mathematik in Rheindahl. Und dieses, jetzt sind wir wieder hier, Berechnen der multiplikativen Inversen in GF2 hoch 8. Also in dem GF2 hoch 8 haben wir Bytes. Und die Bytes interpretieren wir als Polynome und außerdem haben die Entwickler festgelegt, wie dieses irreduzible Polynom heißt, das da verwendet wird für die Multiplikation. Und jetzt haben Sie eigentlich alles. Jetzt können Sie alles machen wie bisher. Sie können modulare Multiplikation machen, Sie können multiplikative Inverse berechnen. Wie macht man denn das? Wie macht man denn das? Ja, mit dem erweiterten euklidischen Algorithmus zum Beispiel. Den können Sie genauso darauf anwenden. Da steht, ich meine, bei dem erweiterten euklidischen Algorithmus, was muss man tun? Man muss dividieren, Reste berechnen, multiplizieren und addieren. Naja, das ist auf Polynomen alles auch definiert. Kein Problem.
Okay, also das ist dieser erste Schritt, multiplikative Inverse berechnen. Der zweite Schritt in dieser Byte-Subtransformation ist dann noch folgende affine Transformation. Und hier wird es jetzt mathematisch wieder einfacher. Ja, das ist ganz simpel. Und zwar der Input von diesem zweiten Schritt sei dieser 8-Bit-Vektor. Und der wird jetzt multipliziert mit dieser binären Matrix. Ja, und zwar multipliziert natürlich Multiplikation modulo 2. Und dann wird noch dieser Vektor drauf addiert und das nennt man ja dann eine affine Transformation und das Ergebnis wird in diesem Vektor gespeichert und weitergegeben. Man sieht, auch diese Operation hier ist nicht linear, ja? Weil hier, da wird was addiert. Wenn wir das hier nicht hätten, dann wäre das eine lineare Operation. Okay, gut. Und auf dieser Folie steht jetzt gleich, wie die Umkehrung, also wie die inverse Chiffre implementiert wird. Naja, diese Byte-Subtransformation, erstens multiplikative Inverse berechnen, zweitens affine Transformation. Naja, was macht die Umkehrung? Ich nehme natürlich den zweiten Schritt zuerst und mache den rückgängig und jetzt die Inverse hiervon, das ist nicht weiter schwierig. Da müssen wir erst einmal von dem Ergebnis, schauen Sie, wir lösen quasi hier nach x auf, nach diesem Vektor. Da bringen wir erst einmal das mit Minus darüber, wir subtrahieren von dem jetzt zu invertierenden Input diesen Vektor. Und dann das Ergebnis wird dann multipliziert mit der Inversen von dieser Matrix. Und wie gesagt, Vorsicht, beim Invertieren dieser Matrix müssen Sie natürlich aufpassen, dass da nur Nullen und Einsen drin stehen und dass hier Modulo 2 gerechnet wird. Okay, das war die Byte-Subtransformation. Jetzt kommt die Shift-Row-Transformation. Das ist eine ganz simple Geschichte. Und zwar die Shift-Row-Transformation, die arbeitet jetzt auf dieser Zustandsmatrix. Jetzt wird diese gesamte Matrix angeschaut und die hat jetzt in dem Fall hier drei Zeilen. Ja? Die hat immer drei Zeilen. Die hat immer drei Zeilen, die hat nur eventuell mehr als vier Spalten. Je nach Blockgröße. Shift-Row verschiebt die Zeilen 1 bis 3 der Zustandsmatrix zyklisch nach links. Und jetzt, Sie sehen, es hängt jetzt wieder von der Blockgröße ab. Je nach Blockgröße ist dieser Linksshift unterschiedlich. Also, also das sind die Zeilen 1 bis 3. Wird bei Blockgröße 128 Bit um 1, 2 oder 3 Bit verschoben, bei 192 auch und bei 256 um 1, 3 oder 4 Bit. Ja. Ah ja, genau, wichtig, Zeile 0 wird nicht verändert. Also Sie sehen, wir zählen die Zeilen von 0 bis 3. Ja, das heißt, die oberste Zeile wird nicht verändert. Okay, ja und die Umkehrung, ich denke, das ist trivial. Das ist genau der gleiche Shift, aber nach rechts. Da ist ja klar, wie man das rückgängig macht. Okay, gut, dann kommt noch die Mix-Column-Transformation. Der Name sagt schon, Column. Hier wird auf den Spalten unserer Zustandsmatrix gearbeitet. Und das ist jetzt so eine Spalte. Also zum Beispiel A0i, A1i bis A3i. Ja, und I ist dann der Spaltenindex. Und so ein Spaltenvektor, wobei jetzt eben jedes Element ist ein ganzes Byte. Ein ganzes Byte, dieser Spaltenvektor bestehend aus Bytes, wird mit dieser Matrix hier multipliziert. Ja, und da muss man natürlich jetzt sich überlegen, wie geht denn das? Das ist jetzt, schauen Sie, wenn Sie die hier Matrix mal Vektor nehmen. Dann wird natürlich als erstes dieses Element mit dem Byte multipliziert, dann das mit dem, das mit dem, das mit dem und dann mit der nächsten Zeile das mit dem und so weiter.
Und jetzt ist natürlich die Frage, was heißt denn das 0 zweimal A0i? Naja, das ist ein Byte und das sind auch Bytes. Hier steht es, die Matrixelemente sind Bytes in hexadezimaler Darstellung. Das heißt, das ist Hex 0 gefolgt von Hex 2. Ja? Und jede Hexzahl sind 4 Bit, das heißt, damit sind es jeweils 8 Bit. Also Byte mal Byte. Ja? Ja. Und jedes Byte entspricht wieder einem Polynom in GF2 hoch 8. Das heißt, Sie sehen, hier ist jetzt diese Multiplikation, jetzt müssen Sie das als Polynom interpretieren und multiplizieren mit dem hier als Polynom interpretiert und das Ergebnis modulo unserem irreduziblen Polynom ist dann wieder ein Byte. Und das steht dann im Ergebnisvektor drin. Ja, gut. Ich meine, hinter dieser Transformation steckt mathematisch noch ein bisschen mehr. Das ist die Repräsentation von einer Mathematik, die noch einen Schritt weiter geht. Und zwar geht es da dann um Polynome, deren Koeffizienten wieder Polynome sind. Also die Koeffizienten von den Polynomen, schauen Sie hier, da sind wir ja jetzt auf der Ebene, wo diese Elemente von dem Vektor oder von der Matrix, das sind Bytes. Also die Zahlen sind jetzt, die Zahlen, mit denen wir rechnen, sind jetzt Bytes. Und jetzt können wir quasi über diesem Raum wieder Polynome anschauen und die Koeffizienten von den Polynomen sind jetzt Bytes. Und diese Bytes interpretieren wir aber wieder als Polynome. Das heißt, wir haben jetzt Polynome, deren Koeffizienten wieder Polynome sind. Das Spiel kann man beliebig hochtreiben, aber das reicht an der Stelle schon. Und da kommt man dann in diese ganze Algebra von der Galois-Theorie und so weiter rein. Ja, und auch diese Matrix-Multiplikation hier, die ist invertierbar, muss sie ja sein, weil ich muss ja das AES wieder umkehren können. Das heißt, diese Matrix hier muss eine invertierbare Matrix sein. Das heißt, ich meine, das könnte man sich jetzt anschauen, wie würden Sie jetzt Invertierbarkeit von einer Matrix überprüfen? Und das ist natürlich zugegeben, eine ganz komische Arithmetik in der Matrix drin. Was für Bedingungen kennen Sie für Invertierbarkeit von Matrizen? Unter welchen Bedingungen ist eine Matrix invertierbar? Ich meine, immerhin, es ist ja schon mal eine quadratische Matrix, das ist schon mal gut, weil wenn sie nicht quadratisch wäre, hätte man gar keine Chance. Jetzt quadratische Matrizen, wann sind die invertierbar? Sagen Sie bitte, Sie trauen sich nicht, das zu sagen. Sie wissen es schon, aber Sie trauen sich nicht. Kein einziges Kriterium. Es gibt mindestens 20 Kriterien für die Invertierbarkeit von quadratischen Matrizen, die alle äquivalent sind. Eins davon wissen Sie doch hoffentlich noch. Ja? Alle Zeilen und Spalten linear unabhängig sind voneinander. Genau. Also es reicht schon Zeilen oder Spalten. Also wenn alle Zeilen linear unabhängig sind oder alle Spalten linear unabhängig sind, und das wäre hier natürlich auch schon mal vielleicht das Einfachste bei so einer 4x4-Matrix, dass man schaut, kann ich irgendeine Spalte als Linearkombination von den anderen oder Zeile ausdrücken. Ganz genau. Ja. Oder man könnte die Determinante ausrechnen und die darf nicht null sein oder diverse andere Kriterien. Genau, also das muss natürlich gegeben sein, sonst können wir die Matrix nicht invertieren. Okay, gut. Schlüsselexpansion. Das ist jetzt ein bisschen anders wie bei DES. Bei DES läuft ja der Schlüssel auch so runter und Runde für Runde wird ein bisschen was verschoben. Hier werden quasi am Anfang aus dem Schlüssel alle Rundenschlüssel erzeugt.
Und zwar, das ist jetzt nur für ein Beispiel dargestellt. Für das Beispiel, dass wir einen 192-Bit-Chiffrierschlüssel haben. Ja? Wir stellen uns das jetzt vor, quasi binär hier. Das hätte jetzt die Länge 192 Bit. Und hier in der nächsten Zeile wird das Ganze jetzt quasi zerlegt in Worte, in 32-Bit-Worte. Ja? Und 192 Bit sind 6 32-Bit-Worte, W0 bis W5. Tatsächlich brauchen wir aber 128-Bit-Rundenschlüssel. Die Rundenschlüssel, die müssen, ja, was heißt nicht garantiert, die Rundenschlüssel, die werden ja, schauen wir nochmal kurz das Bild an hier, die Rundenschlüssel werden XOR verknüpft mit dem aktuellen Block. Das heißt, die Länge der Rundenschlüssel hängt ab von der Blockgröße, die gerade verwendet wird. Ja? Und in dem Beispiel haben wir jetzt angenommen 128-Bit Blockgröße und 192-Bit Schlüssellänge. So, das heißt, die Rundenschlüssel, die dürfen natürlich nicht so lang sein wie unser 192-Bit, sondern dürfen bloß 128, also 4 mal 32-Bit lang sein. Ja? Und so entsteht dann quasi aus den 192-Bit-Chiffrierschlüsseln entstehen 128-Bit-Rundenschlüssel. Aber Vorsicht, es ist nicht so, dass man jetzt hier einfach hergeht und diesen Schlüssel wiederholt immer aneinander hängt. Nee, nee. Wir schreiben den 192, also hier in der ersten Zeile können wir uns vorstellen, der ist einfach hingeschrieben, wiederholt. Ja? So. Und diese ersten 6 Worte, die sind tatsächlich der Originalschlüssel. So. Und jetzt wird es natürlich interessant, jetzt ist die Frage, wie geht es hier weiter? Ja? Also in dieser Zeile, wie wird dieses W6 berechnet? Ja? Und das ist jetzt eine Formel, und zwar wird die nichtlineare S-Box von DES angewendet auf, ich glaube, eine XOR-Verknüpfung von dem direkten Vorgänger und dem einen, quasi eine ganze Blocklänge weiter vorne. Ja? Das ist der hier. Und so passiert es jetzt mit allen bis quasi, was haben wir dann, W10, genau. Also immer der Vorgänger und der eine Blocklänge weiter vorne. Das heißt, diese nächsten Rundenschlüssel, die entstehen alle durch eine nichtlineare Transformation oder Verknüpfung aus dem Vorgänger und dem ein Wort weiter vorne. Das heißt, diese Rundenschlüssel, die hängen alle in ziemlich komplexer Weise von dem eigentlichen 192-Bit-Chiffrierschlüssel ab, und zwar in nichtlinearer Art und Weise. Ja, genau. Ah ja, schauen Sie, hier haben wir ja die Formel. WI ist WI minus 1, nämlich der Vorgänger, XOR verknüpft mit WI minus K durch 32. Und das ist dieses K durch 32, ist genau quasi eine Blocklänge weiter vorne. Ah ja, sorry, ich habe ein bisschen was Falsches gesagt. Ja. Es ist nur die XOR-Verknüpfung von dem Vorgänger und dem Wort eine Blocklänge weiter vorne. Aber für I gleich L mal K wird die S-Box angewendet. Also das heißt immer bloß für diesen ersten, für den und dann für W11. Also für hier W6 und dann W, was wäre das jetzt, plus, plus 6, W12 wieder, genau, und so weiter. Da wird die S-Box angewendet noch. Ja, genau, okay. Also, und jetzt müssen wir natürlich hier zum Thema inverse Chiffre nicht mehr viel sagen. Sondern wir lassen es einfach rückwärts durchlaufen und an jeder Stelle wird für die entsprechende Transformation die Inverse verwendet. Gut, Geschwindigkeit.
AES ist etwa 3-mal schneller als DES und damit 9-mal schneller als Triple-DES. Weil Triple-DES ist genau 3-mal langsamer als DES. Ja? Und ich meine, das ist natürlich cool. Das ist klasse. Ja? Okay, hier ein paar konkrete Zahlen, die sind eigentlich veraltet. Auf 200 MHz Pentium Pro 22 bis 59 Megabit pro Sekunde. Naja, aber wenn wir das jetzt hochskalieren auf einen 2 GHz Rechner, wäre das ein Faktor 10. Also 3 GHz Rechner Faktor 15. Das heißt, wenn wir jetzt hier bei 60 Megabit, dann haben wir etwa 900 Megabit pro Sekunde. Ja? Also es geht Richtung Gigabit pro Sekunde. Und das ist ja schon mal ganz cool. Ja, ja. Ich meine, damit können wir in Realzeit viele Datenübertragungen verschlüsseln mit AES. Aber nicht alle. Wenn ich jetzt ein sehr schnelles Netzwerk habe, dann ist es zu langsam. Ja? Und dann ist natürlich das Thema einerseits, man könnte parallelisieren oder Spezialhardware. Und ich meine, solche Firmen wie Cisco oder so, die entsprechend teure Netzwerkkomponenten herstellen, die können sich natürlich leisten, da Spezialhardware einzubauen. Okay, gut, und jetzt zum Thema Implementierung. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, weil das alles auf Byte-Ebene arbeitet und auch die Operationen, wir haben es ja gesehen, die sind relativ einfach. Ja? Auch wenn die Mathe ziemlich übel ist, die kann man auf Bit-Ebene alle ganz gut implementieren. Das heißt, man kann es, und weil es auf Bytes arbeitet, kann man das gut auf Chipkarten auch implementieren und das finde ich cool. Es gibt eine Implementierung, wo der Objektcode auf der Chipkarte 1 KB Speicherplatz braucht für das gesamte AES. Das ist natürlich schon, das ist eine Ingenieursleistung. Ja. Okay, gut. Sicherheit ist natürlich jetzt noch das Thema. Die Sicherheit wurde theoretisch untersucht und da dahinter steckt, dass der Ryman, einer von den beiden Entwicklern, das war nämlich dem seine Doktorarbeit, die Sicherheit von AES zu untersuchen. Ja? Also wenn Sie da was wissen wollen drüber, lesen Sie dem seine Doktorarbeit. Sie können sich vorstellen, dass das nicht ganz triviale Mathematik ist. Was er im Wesentlichen gezeigt hat, ist, dass die Input-Output-Korrelationen sehr schwach sind. Und damit ist Rheindahl gegen differenzielle Kryptanalyse und auch gegen lineare Kryptanalyse resistent. Differenzielle Kryptanalyse ist genau das Thema Input-Output-Korrelationen, was wir bei DES besprochen haben. Das heißt, ich gebe zwei Blöcke rein, die sich nur um ein Bit unterscheiden. Und jetzt möchte ich, dass die beiden Output-Blöcke keinerlei statistische Korrelationen aufweisen. Und darum geht es hier. Okay, als Schlussfolgerung können wir sagen, wir Benutzer können in sehr hohem Maße auf die Sicherheit von AES vertrauen. Natürlich hilft es, dass hier dieser Ryman in seiner Doktorarbeit die Sicherheit untersucht hat, aber das viel Wichtigere noch ist, ob das jetzt Rheindahl heißt, der Algorithmus, oder ob das ein Serpent oder irgendein anderer Algorithmus war, ist eigentlich egal. Der Prozess ist es, der uns Vertrauen gibt in die Sicherheit von AES. Der Prozess mit diesen mehrstufigen Ausschreibungen, Konferenzen, Angriffen und so weiter, in dem sich evolutionär der beste Algorithmus rauskristallisiert hat. Und ich meine, das Vertrauen ist letztlich, das wir haben in AES, ein Vertrauen in die Community der Kryptologen weltweit. Ja? Wir vertrauen darauf, dass die besten Experten versucht haben, das Ding zu knacken
und es über mehrere Jahre tatsächlich bis heute nicht geschafft haben. Und Sie können sicher sein, dass zum Beispiel ein Adi Shamir, israelischer Kryptologe mit seiner Arbeitsgruppe, der macht nichts anderes als mit seiner gesamten Arbeitsgruppe das ganze Jahr Tag für Tag Kryptoalgorithmen zu knacken. Und wenn es solche Leute, die besten Knacker, bis heute nicht geschafft haben, dann können wir ein gewisses Vertrauen haben, dass der AES stabil ist gegen Angriffe von irgendwelchen Verbrechern oder Geheimdiensten oder sonst was. Ja? Aber das ist auch schon alles, was wir haben. Vielleicht, ich meine, man könnte jetzt natürlich sagen, ja, aber diese Informatiker, die können da gar keine Garantien abgeben. Aber wir sind an der Stelle nicht schlechter, sondern ich würde sagen, viel besser als jede andere Disziplin. Warum? Wenn Sie jetzt hysterisch sind und sagen, oh, der AES, ich weiß nicht, ob den nicht vielleicht doch jemand mit viel Aufwand und so weiter knacken könnte. Ich bin hysterisch super ängstlich. Ha, dann nehmen Sie halt 256-Bit-Schlüssel. 256-Bit-Schlüssel im Vergleich zu 128-Bit. Wie viel Sicherheitsreserve bedeutet das für Sie? Haben Sie ein Gefühl dafür? Ha, Schlüssel wird doppelt so lang, also Sicherheit verdoppelt sich, oder was? Das wäre mir noch zu wenig. Wie, ja, 2 hoch 8 wäre mir bei weitem zu wenig. Das wäre ja nur ein Faktor 256. Ich bin total hysterisch. Ein Faktor 2 hoch 128. Von 128 Bit auf 256 Bit habe ich 128 zusätzliche Bits. Und beim Brute-Force-Angriff vergrößert jedes zusätzliche Bit den Aufwand um einen Faktor 2. Das heißt, wir haben 2 hoch 128 mal mehr Sicherheit. Und das entspricht etwa 10 hoch Exponent durch 3 teilen, also 10 hoch 40, über 10 hoch 40-fache Sicherheit. Das heißt, wenn jetzt der Angreifer den 128-Bit AES im Aufwand von einem Monat knacken könnte, würde der bei 256-Bit etwa 10 hoch 40 Monate brauchen. Und da können Sie ruhig schlafen. Ja? Also, schauen Sie, und jetzt zum Vergleich zur realen Welt. Wenn Sie jetzt nachher nach der Vorlesung heimfahren, Sie steigen in Ihr Automobil und fahren die Dockenriedstraße runter. Wer von Ihnen kann mir garantieren, dass Sie das überleben werden? Keiner. Und zwar die Gefahr, dass Sie tot sind in einer Stunde, ist viel größer als 10 hoch minus 40. Die ist irgendwie 10 hoch minus 7. Ja, sowas in der Größenordnung, würde ich sagen. Vielleicht, weiß ich nicht genau. Aber es ist mir wichtig, das klarzumachen, über welche hysterischen Sicherheitsanforderungen wir hier reden. Ja? In der realen Welt kann uns niemand eine Garantie geben, dass die Bremsen in Ihrem Auto nicht versagen, da in der Dockenriedstraße. Und wenn da die Bremsen versagen und da rauscht einer die Wolfegger Straße runter, dann können wir für nichts mehr garantieren. Ja? Also, es gibt da keine Garantie. Oder wenn Sie über eine Brücke fahren, wer garantiert Ihnen, dass die Brücke nicht einstürzt? Natürlich tun die Ingenieure ihr Bestes und die können das gut und die bauen viele Sicherheitsreserven ein. Aber bei 10 hoch minus 40 sind wir auf dieser Welt nirgends. Da fällt ihnen vorher ein Meteorit auf den Kopf und erschlägt sie. Ja? Die Wahrscheinlichkeit ist viel größer als 10 hoch minus 40. Ja, und wenn AES an sich geknackt ist, dann bringen wir die 128 Bit auch nicht mehr. Ja, das kommt jetzt drauf an. Ja. Sie haben recht. Also es könnte passieren, dass morgen ein Mathematiker kommt und sagt, hey, ich habe eine ganz billige Formel, um den Schlüssel rauszukriegen. Ganz billig, ich brauche einen Chiffre-Textblock und dann ist alles kaputt. Ja? Oder ich brauche 100 Blöcke. Wenn so ein Mathematiker morgen kommt, absolut klar. Ja?
das ist das, was ich sage. Das ist dann ein Stück weit unser Vertrauen in alle Mathematiker auf dieser Welt, die es nämlich in gemeinschaftlicher Anstrengung bisher nicht geschafft haben, das System zu knacken. Und da merkt man wieder nochmal Open Source. Ja? Dieses publik machen und alle Experten knacken lassen. Das Schlimmste ist, wenn Sie als Krypto-Software-Firma sagen, oh, ich habe da meinen Guru, der sieht es schon, wenn da Schwächen in meinem selber erfundenen Algorithmus sind. Ich meine, das ist eben die Frage, ist dieser eine Guru besser als alle Superkryptologen weltweit, die nichts anderes tun als Algorithmen knacken? Ja? Da habe ich mehr Vertrauen, muss ich ehrlich sagen, wenn es alle miteinander nicht geschafft haben. Deswegen ist es ja so wichtig, dass alles offengelegt wird. Und ich habe es ja auch schon gezeigt, viele Firmen haben sich dadurch blamiert, dass sie ihr Zeug nicht am Anfang offengelegt haben. Ja? Also ich glaube, wir können in das AES vertrauen. Wenn wir das nicht können, dann können wir ihnen gar nichts vertrauen. Ja? Beziehungsweise, ich meine, es ist wie immer, dann treiben sie halt ein bisschen mehr Aufwand und benutzen sie ein One-Time-Pad. Ist ja kein Problem, da haben wir beweisbare Sicherheit. Das ist halt entsprechend mehr Aufwand. Aber das bleibt ihnen ja freigestellt. Okay, damit machen wir Schluss für heute.